Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem neuen Fashion-Video und zwar will ich euch einfach nur ganz kurz und knapp zeigen, was es für tolle Mäntel gibt für den Frühling so gesehen und wie unterschiedlich ein Outfit, also ich zeige euch das alles in einem Basic-Outfit, wie unterschiedlich ein Outfit eigentlich aussehen kann, je nachdem, was für einen Mantel man dazu trägt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. So, das sind jetzt hier eigentlich meine Favoriten im Kleiderschrank, die ich wirklich rauf und runter trage. Also ich liebe Mäntel und freue mich total auf die Zeit, wo man das wieder tragen kann, ohne vielleicht irgendwie zu bibbern. Und ich habe drei verschiedene Arten von Mäntel euch jetzt mal rausgesucht. Und zwar einmal Basic, einmal welche mit ein bisschen Farbe, Muster, was auch immer. Und einmal die, die ein bisschen ausgefallener sind, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn ihr auch noch Ideen habt, wenn ihr Lieblingsmäntel habt, dann schreibt sie einfach mal unten in die Kommentare und wir helfen uns so gesehen ein bisschen gegenseitig. Und alle Mäntel, die ihr hier seht, die verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Okay, wir sehen mich jetzt hier einmal in meinem Basic schwarzen Outfit, also wirklich nichts Besonderes, dass ihr einmal seht, okay, so sieht das Outfit ohne die verschiedenen Mäntel aus. Und wir fangen an mit den Basic-Mänteln. Die gibt es natürlich auch in allen möglichen Farben, also haltet euch jetzt nicht hier dran fest, was ich euch jetzt hier zeige, und das ist ja lange nicht irgendwo alles. Und da zeige ich tatsächlich erstmal meine eigenen Mäntel. Ja, ich habe ja mit Naked verschiedene Kollektionen machen dürfen und jetzt gerade ist noch erhältlich und die sind die letzten, die nachgekommen sind, also die haben ein bisschen länger gebraucht in der Produktion, deswegen da sind jetzt auf jeden Fall noch Mäntel da. Also wenn ihr Bock habt auf einen wirklich Basic Mantel in... Oh, hi! Alles gut, du musst ja rein. Oh, das ist aber so, werde ich gerne. Ja, lassen wir uns von Roman einfach nicht stören. Sieht man dich eigentlich auf dem Video? Nö. Also, mein Mann ist gerade nach Hause gekommen, lasst euch da dementsprechend nicht stören, wenn es hinten ein bisschen rumpelt. Der hat übrigens keinen Basic Mantel an. Frech! Oh Mann. Nein, wir fangen mit Basic-Mänteln an. Wie gesagt, es sind jetzt zwei Mäntel aus meiner Kollektion, die ich euch erstmal zeige. Den haben wir in schwarz einmal und den haben wir einmal in so einem bisschen dunkleren Beige produziert. Weil ich finde, dass das zwei Farben sind, die einfach zu allem wirklich funktionieren, die kombinierbar sind und die wirklich basic sind. Ja, wir fangen an mit dem ganz schwarzen Mantel einmal, den ihr euch einfach mal ohne die Hundehaare vorstellt. Ich trage hier eine Größe 36 und so sieht dann eben ein komplett schwarzes Outfit aus. Das Geile finde ich tatsächlich, dass Mäntel machen einen Look gleich irgendwo ein bisschen vollkommener. Also wenn ich mir jetzt dasselbe mit nur einer Jacke irgendwie vorstelle, die so plusterig ist, dann wäre das ganze Outfit nicht so edel und nicht so basic. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ganz schwarz ist auf jeden Fall immer eine gute Lösung, geht immer. Und das ist so ein Mantel, den ich zum Beispiel auch super gerne anziehe, wenn ich mit Milou draußen bin. Also so ein Hundespaziergangmantel. Wir haben große Taschen hier, wir haben Knöpfe, die man zumachen kann. Ich mag das immer ganz gerne, die offen zu lassen. Aber das ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Ja, und dann habe ich gerade eben schon gesagt, haben wir denselben Mantel in diesem etwas dunkleren Beige. Hier ist es genau dieselbe Art von Stoff auf jeden Fall. Es ist so ein festerer Mantel. Und hier seht ihr jetzt beispielsweise eine Größe 34. Also, dass ihr vielleicht da auch schon mal seht, okay, was ist der Unterschied an den zwei verschiedenen Größen. Eine 34 passt mir auch, aber eine 36 ist einfach ein bisschen lockerer. Da würde noch ein Oversized-Hoodie super gut drunter passen, was jetzt vielleicht bei dem Mantel ein bisschen enger werden könnte. Hier sieht man jetzt, glaube ich, auch ganz gut, eben wie unterschiedlich ein Outfit alleine schon mal wirkt, wenn man denselben Mantel zwar anhat, aber in unterschiedlichen Farben. Also der braune macht natürlich das Ganze nochmal ein bisschen offener, ein bisschen fröhlicher. Ihr könntet auch jetzt zu einem weißen Mantel, weil weiß ist ja vielleicht eigentlich auch so eine Basic-Farbe. Ich finde aber tatsächlich, weiß bei Jacken ist für mich überhaupt nicht basic, sondern weiß ist so, okay, die Dame will es wissen oder der Herr, was auch immer. Also weiß macht das Ganze viel edler, finde ich. Aber ich zeige euch einen etwas helleren, der auch basic ist, aber ein bisschen anders geschnitten und dadurch auch einen ganz anderen Look schon mal macht. Und zwar ist das einmal hier dieses helle Beige. Ja, ist auch von Naked, trage ich in der Größe 36 und ihr seht hier vorne ist der jetzt einfach schon mal ganz anders
geschnitten. Der hat nicht so einen normalen Kragen, sondern der hat so einen riesengroßen Kragen, den man so in die Art ein bisschen off-shoulder vielleicht aufklappen kann. Den könnt ihr aber auch komplett zumachen und habt dann einen ganz edlen, schlichten Kragen, den ihr so hoch machen könnt für Wind und Wetter. Also auch hier ein Basic-Mantel, der ja nochmal einen anderen Look einfach hat. Hi, Muffi! Da ist jemand das. Toll! Ja, toll! Hi! Super! So, sehr passend, dass gerade Minou übrigens kommt, weil ich immer finde, dass wenn ich den Mantel, also den trage ich gerade tatsächlich sehr gerne rauf und runter und sehr gerne auch, wenn ich mit Minou draußen bin. Und viele Leute sagen, dass ich dadurch dem Hund irgendwie ähnel. Ist aber auch aktuell mein Lieblingsmantel. Jetzt gehen wir schon über in die nächste Kategorie und zwar Farben und Muster. Das ist so ein richtig schöner, frischer Mantel. Ich mag den total gerne, sieht folgendermaßen aus. Also das ist jetzt so ein richtig klassischer Mantel mit so einer Gürtelschlaufe auch noch. Das hatten die vorher ja jetzt nicht. Und das ist eben so eine Art dicker Trenchcoat, würde ich jetzt mal sagen. Also hat einen sehr großen Kragen hier, den man auch natürlich aufstellen kann, den man aber nicht zuknüpfen kann, wie jetzt den letzten, den ich euch gezeigt habe. Und hat eben hier die riesengroßen Taschen und diesen Gürtel, den man figurbetont zumachen kann, was dann folgendermaßen aussieht. Also bei diesen Mänteln mag ich es tatsächlich sehr, dass man die zumachen kann, mit diesem Gürtel auch nochmal enger machen kann und das einen echt schönen Look gibt, der auch schön ist, wenn der Mantel zu ist. Weil ich bin ein Typ Mensch, der gerne Jacken offen trägt, weil ich das stylischer finde. Bei dem Mantel ist das, also muss man das nicht machen. Ihr könnt euch warm einpacken und seht trotzdem stylisch aus. Ja, hier seht ihr jetzt also das Beispiel, was Muster, was Farbe irgendwo ausmacht. Das Outfit sieht fröhlicher aus. Das Outfit sieht ein bisschen sportlicher dadurch aber auch aus. Aber nicht zu sportlich classy, sondern halt so ein richtig schön edles sportlich. Ich kann dazu jetzt auch Sneaker zum Beispiel kombinieren und es würde nochmal einen ganz anderen Look geben. Hier jetzt aber mit diesem All Black ist es trotzdem ein echt schöner Look, den ich sehr gerne mag. Also, und nur falls ihr jetzt alle sagt, ich will diesen Mantel auch haben und der vielleicht relativ schnell wieder weg ist, habe ich eine Alternative jetzt mal rausgesucht und die sieht folgendermaßen aus. Also hier haben wir eher einen blauen Touch, wo ich tatsächlich mir auch dachte, okay, vielleicht passt der nicht zu allem, aber ich finde dadurch, dass wir haben blau drin, wir haben so ein bisschen schwarz drin, wir haben braun drin, wir haben weiß drin, kann man tatsächlich sehr viel zu kombinieren und der sieht auch nochmal richtig schön und catchy einfach aus und nicht zu basic. Trage ich jetzt hier in einer Größe 34 und ist einfach vom Stil genau dasselbe. Also man kann ihn wieder schön zumachen, ihr könnt ihn mit diesem Gürtel enger schneiden. Was ich gerne auch mache, ist, dass ich ihn tatsächlich offen lasse und trotzdem das mit dem Gürtel mache, dann hat er hier so eine richtig schöne Raffung. Also da kann man ein bisschen mit spielen und das finde ich total schön, dass mit einem Mantel kann man ein bisschen verschiedene Looks sozusagen kreieren. Und schwupp sind wir bei der letzten Kategorie und zwar die außergewöhnliche Kategorie. Das sind jetzt tatsächlich die außergewöhnlichsten, die ich bei mir im Schrank gefunden habe. Ich weiß, dass es da noch sehr viel mehr gibt, aber das ist jetzt mal die erste Inspiration von mir. Wenn ihr mehr zu Mänteln, also ich habe glaube ich an Jacken und Mänteln wirklich mehr als ich an anderen Sachen zu Hause habe. Und wenn ihr da mehr sehen wollt, dann sagt mir da sehr gerne Bescheid, dann kann ich da noch einen zweiten Teil irgendwo vielleicht zu machen. Jetzt aber hier erstmal zu diesen außergewöhnlichen Sachen. Wir haben gerade eben schon davon gesprochen, dass das ein typischer Trenchcoat-Schnitt ist. Und jetzt zeige ich euch einfach den typischen Trenchcoat, der nicht unfassbar außergewöhnlich ist, ne? Aber das ist halt ein anderer Mantel einfach, der sehr viel sportlicher ist als die Mäntel, die ihr gerade gesehen habt. Also sieht folgendermaßen jetzt hier aus, trage ich in einer Größe 36 und ja, mehr Trenchcoat geht eigentlich nicht. Also auch die Farbe, dann natürlich hier irgendwo die ganzen Details, die hier sind. Er hat zwei Knopfreihen, die man zumachen kann. Hier dieses typische Sherlock Holmes-mäßige da oben. Also ja, auch so vom Stoff, er ist halt sehr viel dünner, also da müsst ihr auf jeden Fall was drunter ziehen, was warm ist, oder wenn es halt jetzt im Warmen draußen ist, ist das euer Mantel. Er ist ein bisschen länger und dadurch, dass er diesen Stoff hat,
wirkt er einfach sportlicher. Also ihr seht es jetzt hier wieder mit diesem ganz schwarzen Outfit, aber ich würde dazu vielleicht tatsächlich eher Sneaker kombinieren als jetzt irgendwo die Boots, weil ich finde, dass das nochmal viel besser irgendwo dazu passt. Hier aber genau das gleiche Prozedere. Ihr könnt das mit diesem Gürtel einfach irgendwo schön nochmal machen. Der sieht offen total schön auch aus. Also das gibt den ganzen Look einfach nochmal so das i-Tüpfelchen. Finde ich richtig schön. Und jetzt kommen wir zu einem Mantel, der ist tatsächlich außergewöhnlich. Und der ist auch sehr in jetzt gerade. Also aktuell sind ja wieder total diese Fake-Leather-Sachen in, also PU-Sachen. Und dementsprechend habe ich auch zugegriffen und habe mir einen PU-Mantel geholt in grün. Ich fand den so geil. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein Regenmantel tatsächlich. Ob er jetzt wirklich regenfest ist, mag ich zu bezweifeln. Aber auch hier haben wir diesen Trenchcoat-Look. Also das ist wohl sehr beliebt bei mir. Aber ich finde, das geht wie gesagt auch immer. Trage ich jetzt hier in einer Größe 36. Und ihr seht, dass das so ein extravaganter Look ist. Also damit sei garantiert, dass ihr auf der Straße angeguckt werdet. Wer das mag, wer das abhaben kann, wer angesprochen werden möchte in solchen Mänteln, weil ich glaube, dass man da sehr viele Blicke auf jeden Fall auf sich zieht, weil sich viele das vielleicht nicht trauen werden, sowas anzuziehen, dann holt euch dieses Ding. Also oder holt euch allgemein PU-Mäntel, also Fake-Leather-Sachen. Das ist absolut im Kommen, es kommt immer mehr jetzt, also ich glaube, dass das im nächsten Jahr diese Fake-Leather-Sachen werden nochmal richtig durch die Decke gehen. Und jetzt bin ich gut ausgestattet mit diesem Mantel. Und hier finde ich tatsächlich, ist dieses All-Black perfekt dazu. Also da würde ich gar nicht sehr viel mehr Farbe zu kombinieren, weil dieser Mantel selber schon einfach ein It-Piece ist. Da braucht man nicht viel dazu. Hier würde ich genauso auch das mit den Boots lassen und nicht mit Sneakern, weil das den Mantel downgraden würde beispielsweise. Genau, da spielt einfach ein bisschen mit und probiert euch einfach mal ein bisschen aus. Ich bin jetzt sehr gespannt, welcher von diesen Mänteln euch am besten gefällt. Schreibt vielleicht auch gerne mal unten in die Kommentare, welcher Typ Mantel seid ihr. Seid ihr basic, seid ihr Farbenmuster oder seid ihr extravagant? Da bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr, wie gesagt, Ideen habt, noch bessere Tipps oder eben Mäntel, wo ihr sagt, das muss jeder eigentlich haben, schreibt es unten in die Kommentare, lasst uns hier gegenseitig helfen. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie ich die Sachen sonst noch kombiniere. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dahin. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.